Die Prozessmodellierung ist vielleicht die bekannteste Disziplin innerhalb des Prozessmanagements, aber manchmal auch die Disziplin, bei der man wirklich graue Haare bekommen kann. Und was es mit der Prozessmodellierung so auf sich hat und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und für viele ist Prozessmanagement gleichbedeutend mit der Prozessmodellierung. Dabei ist die Prozessmodellierung ja eigentlich nur ein Teilbereich des Prozessmanagements. Was ist es nun genau, diese Prozessmodellierung? Ein Spezialist, der sogenannte Prozessmodellierer, erforscht die einzelnen aufeinanderfolgenden Arbeitsschritte, damit am Ende ein bestimmtes Ergebnis erreicht wird. Und dieses Erforschen nennt man die Prozessaufnahme. Und die Prozessaufnahme kann durch Befragungen, durch Beobachtungen, durch Videoanalyse oder durch viele andere Techniken wirklich erfolgen. Und zur Prozessaufnahme haben wir hier auch noch ein Hintergrundvideo erstellt, bei dem ganz, ganz viele wichtige Punkte mit eingehen. Zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, damit es da keinen Ärger geben kann. Schauen Sie auf jeden Fall mit rein. Es lohnt sich für das Thema Prozessaufnahme. Und ist dann die Prozessaufnahme wirklich erfolgt? Dann kennt der Prozessmodellierer die einzelnen Arbeitsschritte, damit ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird. Und jetzt machen wir mit einem ganz konkreten Beispiel, was meine ich damit? Ein unterschriebener Lieferschein kommt zurück ins Büro. Und im Warenwirtschaftssystem wird dann dieser Lieferschein anhand seiner Nummer aufgerufen. Der Lieferschein wird zu einer Rechnung weitergeführt. Die Rechnung wird zweimal ausgedruckt. Ein Exemplar kommt in den Eingangskorb von der Buchhaltung und ein Exemplar wird gefalten, kuvertiert, frankiert und geht in den Korb für den Postausgang. Das Ergebnis: die Rechnung ist erstellt, an den Kunden versendet und liegt der Buchhaltung vor. Gut, zugegeben, dieser Prozess hat natürlich jetzt erhebliches Verbesserungspotenzial. Aber das ist nicht das Thema in diesem Video. Und dafür haben wir also ganz viele weitere vertiefende Videos nochmal auf unserem Kanal über das Thema Prozessoptimierung. Es lohnt sich also, unten auf Abonnieren zu klicken. Dann sehen Sie auf jeden Fall diese ganzen Videos und verpassen auch keinen. Mir ging es aber jetzt darum, dass Ihnen das Beispiel möglichst eingängig ist. Und weil dieses Beispiel vom Lieferschein einfach bis zur Rechnung halt auch in ganz, ganz vielen Unternehmen vorkommt. Und diese Schritte werden jetzt vom Prozessmodellierer in ein sogenanntes Prozessmodell übersetzt. Und übersetzt deswegen, weil es für die Prozesse und die Darstellung von Prozessen verschiedene Symbole gibt, auf die ich entsprechend gleich eingehe. Ein Prozessmodell beginnt also immer mit einem Zustand und endet mit einem Zustand. In dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, der unterschriebene Lieferschein liegt vor. Das wäre also der Startzustand und die Rechnung ist an den Kunden versendet als Endzustand. Die verwendeten Symbole, um das jetzt grafisch darzustellen, diesen Ablauf, sind je nach verwendeter Modellierungssprache ein bisschen unterschiedlich. Und diese Modellierungssprache, das heißt die sogenannte Notation. Und da gibt es zwei ganz bekannte Modellierungssprachen für Prozessmodelle. Das eine ist die BPMN2, also ausgesprochen die Business Process Modeling Notation in der Version 2.0. Und aber auch die EPK, das ist ausgesprochen die ereignisgesteuerte Prozesskette. Das sind so die zwei bekanntesten. Aber aus meiner Sicht hat sich die BPMN als Industriestandard wirklich weitgehend durchgesetzt. Und wenn Ihr Prozessmodellierer diese Notation bedienen oder wenn Sie selbst Modellierer sind und halten sich an die BPMN, dann machen Sie ganz sicher nichts falsch. Das Prozessmodell ist damit ein grafischer oder ein visueller Überblick über den Prozess. Und das Prozessmodell kann man jetzt eben auf ein Blatt Papier übertragen. Man kann es natürlich auch in PowerPoint machen oder in Visio zeichnen. Oder, und das ist sicherlich die komfortabelste Art und Weise, ein Prozessmodell wirklich dann auch zu verschriftlichen, in einem Prozessmanagement-Werkzeug drin zu pflegen. Und ein solches Prozessmanagement-Werkzeug wird auch als Business Process Management Suite bezeichnet, weil es eben nicht nur um die Prozessmodellierung geht und sie unterstützt, sondern diesen gesamten Prozessmanagement-Lebenszyklus aus Zielsetzung von Prozessen, aus Modellierung, aus Steuerung, aus Analyse und auch aus Verbesserung der Prozesse wirklich aktiv unterstützt. Die Verschriftlichung des Prozessmodells auf Papier oder in irgendeiner Software nennt man Prozessdokumentation. Die Prozessmodellierung, also die Erhebung der Informationen, und die Prozessdokumentation, die Verschriftlichung eben dessen, was man da rausgefunden hat, gehören in der Praxis ganz, ganz eng zusammen und werden eigentlich auch immer von der gleichen Person wirklich ausgeführt. Also ein Prozessmodellierer hat diese zwei Funktionen. Zum einen wirklich dieses Erheben von Informationen, dieses Rauskitzeln eben, wie läuft irgendwas. Und auf der anderen Seite eben auch das Dokumentieren eben, das Verschriftlichen und Sichern dieses Wissens.
Und wer sich also näher mit der Rolle des Prozessmodellierers nochmal auseinandersetzen möchte, für den haben wir auch hier ein vertiefendes Video gemacht. Wir haben also alle Prozessmanagement-Rollen, die es so geben kann, mal wirklich einzeln vorgestellt in unserer Playlist auch dazu. Aber schauen Sie doch mal mit rein. Der Prozessmodellierer ist sicherlich ein ganz spannendes Thema in diesem Umfeld. Ich habe am Anfang vom Video versprochen, ich zeige Ihnen noch so ein paar Fallstricke und Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten. Also was kann denn da wirklich irgendwo bei der Prozessmodellierung echt schief gehen? Und das ist also der Punkt 1, den Sie unbedingt beachten sollten. Man kann sich zu Tode modellieren. Man kann wirklich alles modellieren. Man kann selbst modellieren, wie man korrekt einen Stift hält oder wie man sein Passwort in einer Software korrekt eingibt. Aber damit ist zwar der Prozessmodellierer wunderbar beschäftigt, einen betriebswirtschaftlichen Sinn macht das natürlich nicht. Ja. Also hier ist wirklich Augenmaß gefragt und im Zweifel auch dann wirklich Führung durch den Vorgesetzten, dass man da die richtige Abstraktionsniveau noch entsprechend findet und sich nicht also wirklich zu Tode modelliert. Ein zweiter Punkt ist der falsche Prozesszuschnitt. Man kann Prozesse wirklich als einen unendlichen Bandwurm darstellen, in einem Modell so alle Schritte eben drin. Und dann werden eben die Schnittstellen im Unternehmen zwischen Abteilungen, zwischen Teams zum Beispiel oder unterschiedliche Verantwortlichkeiten entsprechend verdeckt und man sieht sie nicht mehr leicht. Und ein geschickter Prozessschnitt ist aber daher wichtig, wenn man später dieses Modell wirklich verwenden möchte für eine Zuweisung von Verantwortlichkeiten zum Beispiel oder eben auch für die Steuerung und für die Messung von den ganzen Prozessen und auch für die entsprechende Optimierung. Und meine Empfehlung ist da hier wirklich, bei einem Team- oder Abteilungswechsel da wirklich so einen Prozessschnitt zu machen oder eben auch bei wichtigen Zwischen- oder Endergebnissen diesen Prozess zu schneiden und mit einem nachfolgenden Modell zu beginnen, das diesen Wechsel eben entsprechend dann aufgreift. Dritter Fallstrick oder dritter Fehler, der gerne und viel gemacht wird, was ich bisher so in den Kundenunternehmen gesehen hatte, das heißt modellieren, um Modelle zu haben. Das hört sich jetzt erstmal lustig an, aber ich kenne genügend Unternehmen, die ihre Prozessmodelle nur deswegen erstellt haben, weil sie irgendeiner Vorgabe entsprechen wollten oder mussten. Und eine solche Vorgabe kann zum Beispiel aus einer ISO-Zertifizierung wie der ISO 9001 kommen. Da heißt es eben, dass die betrieblichen Abläufe eben im Modell dargestellt werden müssen. Aber wenn Sie die Prozessmodelle eben nicht auch danach für Steuerung und Verbesserung Ihrer Abläufe verwenden, sondern sie einfach nur aufzeichnen und dann irgendwo im Schrank verschwinden lassen, dann verschenkt man eben ganz, ganz viel Potenzial und hat letztendlich auch viel Zeit für relativ wenig Ergebnis verbrannt. Deswegen wirklich nutzen Sie diese Prozessmodelle tatsächlich, um Ihr Unternehmen zu steuern. Vierter Punkt. Zunächst eine zähe Diskussion über die richtige Software für die Modellierung von Prozessen vom Zaun zu brechen. Also welche BPN-Suite ist die beste, ist die billigste und kann am meisten? Ja, kann man mit der Software vielleicht sogar zum Mond fliegen und sind durch die Software alle Probleme des Unternehmens gelöst? Nein, sind sie natürlich nicht. Am Anfang reichen wirklich Papier und Bleistift für eine erste Prozesslandkarte. Und wenn die Prozesslandkarte elektronisch sein sollen, dann nehmen Sie doch PowerPoint oder irgendeine von den vielen Community Editions der großen BPN-Softwareanbieter, Toolanbieter. Denn diese Community Editions sind meistens kostenlos. Sie können da mal reinschnuppern. Sie werden unterstützt bei der Erstellung von Prozessmodellen. Aber bitte halten Sie sich nicht auf mit irgendwelchen großen Software-Debatten und starten Sie mit dem ersten Überblick und der ersten Modellierung einer wirklichen Landkarte. Und last but not least, bitte vermeiden Sie, und das ist der fünfte Punkt, unendliche Diskussionen und Abstimmrunden über die perfekte Prozesslandkarte oder das perfekte Prozessmodell. Modelle sind Ausschnitte der Wirklichkeit. Modelle sind hilfreich, aber nie richtig. Modelle unterliegen der Veränderung, insbesondere wenn Sie wirklich ein Unternehmen sind, was gerade erst mit Prozessmanagement beginnt. Bevor Sie überhaupt ein Meeting zur Abstimmung organisiert haben, hat sich Ihr Prozessmodell wahrscheinlich eh schon wieder geändert. Das geht allen Unternehmen so, die relativ neu mit Prozessmanagement anfangen. Ganz einfach aus dem Grund, man muss ja erst Stabilität in seine Prozesse reinbringen. Und diese Stabilität bekommen Sie eben erst durch die ersten Modelle, die Sie gemacht haben, durch die Diskussion mit den Mitarbeitern. Ist das der richtige Ablauf? Müssen wir noch irgendwo was anpassen und so weiter? Also das ist ein evolutionärer Schritt, um diese Stabilität erst zu bekommen. Und deswegen sind dann irgendwelche Freigaben von Prozessen am Anfang meistens eher eine zähe Diskussion und helfe Ihnen nicht wirklich weiter. Das heißt, lassen Sie diese unendlichen Debatten, ob das jetzt in der letzten Granularität noch irgendwo vielleicht doch anders sein müsste,
sondern fangen Sie wirklich an mit dem ersten Entwurf und verfeinern Sie den nach und nach in kleinen Schritten. Das heißt, auch der Entwurf kann freigegeben werden und dann eben Schritt für Schritt wird es einfach verfeinert, je mehr Einsichten man wirklich zu seinen Prozessen eben entsprechend bekommt. Und wenn Ihnen diese Tipps jetzt geholfen haben, dann freue ich mich über den Daumen hoch. Abonnieren Sie meinen Kanal, damit Sie die ganzen anderen Videos noch mitbekommen, die wir noch veröffentlichen werden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.